Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Thema Wie werde ich im Internet sichtbar? Heute geht es um deinen LinkedIn-Account und hoffentlich deinen zukünftigen LinkedIn-Account. Was ist das Schöne auf LinkedIn? Auf LinkedIn interessiert absolut keinen, ob du gerade deine Katze streichelst oder wie das Wetter gerade ist. Im Gegensatz zu Facebook. Ich brauche mein Lieblingsphänomen, ich brauche gar nicht aus dem Fenster raussehen. Wenn ich auf Facebook einen Regenbogen sehe oder Schnee, dann weiß ich, es ist so. Ich erspare mir den kompletten Wetterbericht. Ich sehe alles live auf Facebook, wer was isst, wer was macht. Oh, bei LinkedIn geht es rein ums Business. Mit dem Basis-Account kannst du mal kostenlos starten. Und ja, dann gibt es auch noch diverse Bezahlmodelle. Und ja, LinkedIn ist ein recht tolles Unternehmen, das viele Produkte, Dienstleistungen, Software-Tools anbietet. Es ist ein berufliches Netzwerk. Und tendenziell ein bisschen komplexer. Aber selbst wenn du es nur gelegentlich nutzt für persönliche Kontakte, lohnt sich die Anmeldung auf jeden Fall. Ja, denn dein Profil ist ein, würde ich mal sagen, echt ein mächtiges Werkzeug für deine Selbstvermarktung. Und ja, du kannst auch von den beruflichen Kontakten profitieren. Anders als bei vielen anderen Plattformen kannst du hier auch einen Lebenslauf erstellen, Produkte und Referenzen hinzufügen. LinkedIn Business ist ja eine aufregende neue Option für Geschäftsleute und diejenigen, die wissen, wie sie das Beste aus ihrem Business herausholen. Es gibt auch noch LinkedIn Learning mit sehr vielen Lernvideos zu diversen Themen und ja, da habe ich auch schon mal einiges reingeschmökert und viel lernen dürfen. Als Medien werden Fotos, Videos, Grafiken und Text eingesetzt. Videos im Moment noch ein bisschen weniger. Fotos, Grafiken auf jeden Fall und einen ordentlichen Beschreibungstext hinzu. Auf LinkedIn musst du nicht alle Felder ausfüllen, solltest du allerdings unbedingt. Ich bin jedes Mal überrascht, alle paar Tage, Wochen, Monate kommt ein neues Feature, ein neues Feld, welche Möglichkeiten das es da gibt und wie du da dann auch gefunden wirst. Es ist ein bisschen komplexer, ja, das stimmt. Dafür erreichst du halt doch mehr. Und ja, das Einzige, was auf LinkedIn einfach wirklich zählt, ist dein berufliches Netzwerk. Und hier hat LinkedIn ein Riesenfeature. Versuch mal auf Facebook und auf Instagram einen CEO, einen CMO oder was auch immer zu erreichen. Keine Chance. Die sind da vielleicht als privates Profil, wo sie mit dem Hund Gassi gehen. Ja, das war's dann auch schon. Auf LinkedIn findest du konkret wirklich Firmen und Personen aus diversen Positionen in diesen Firmen und kannst sie mit ein bisschen Glück und Geschick direkt anschreiben. Ja, mir fällt gerade das Social Selling Thema ein. Ich glaube, das werde ich mal extra behandeln. Und bitte, 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 wenn du auf LinkedIn bist, hör auf, wahllos Anfragen, Vernetzungsanfragen zu schicken und innerhalb der ersten, ich sag mal 5 Tage, irgendeinen Sales Pitch in die Nachricht reinzuschreiben, ohne dir auch nur vorher das Profil anzusehen oder auch zu wissen, was der andere macht. Es ist teilweise echt lächerlich und hat mich persönlich zum Beispiel abgehalten, schon mit einigen Firmen Kontakt aufzunehmen. Ja, LinkedIn-Account. Beziehungen pflegen, Kontakte knüpfen und deine Karriere vorantreiben. Es geht ja auch nicht, dass du auf Jobsuche bist, ja? Erfolgreiche Geschäfte beruhen einfach auf einer erfolgreichen Kommunikation. Und wo sonst kannst du so viele Gleichgesinnte treffen? LinkedIn ist auf vielen Endgeräten verfügbar. Die Registrierung kannst du schnell und einfach mit dem Smartphone machen. Für die genauere Einrichtung allerdings empfehle ich dir wirklich, das Notebook anzuwerfen, Browser aufzumachen, LinkedIn anmelden. Und dort kannst du dann wirklich in aller Ruhe und ja, nimm dir wirklich ein bisschen Zeit, alle Felder und Funktionen ausfüllen, ausprobieren, Dateien hochladen oder Dateien dafür vorbereiten und dann hochzuladen. Es lohnt sich hier wirklich ein bisschen Zeit zu investieren. Ja, und vor allem in mehr Infos zu LinkedIn findest du in diversen Podcasts. Also einfach in deiner Podcast-App LinkedIn eingeben und da gibt es echt jeden Tag Neues und Möglichkeiten. Und ja, dann gibt es auch natürlich das Ja-Aber. Ja, aber ich bin Einzelunternehmer und ich brauche gar keine Mitarbeiter. Da muss ich doch gar nicht auf LinkedIn. Ja, ist richtig, du musst nicht. Und nein, du musst keine Mitarbeiter auf LinkedIn suchen. Du kannst aber Firmenkontakte erstellen, erreichen. Es ist eine B2B-Plattform, Business to Business.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren, danke für dein Feedback, danke für den Daumen hoch und Sterne and however. Bis zur nächsten Folge und ja, lass dich überraschen. Ciao.